Hey Leute und willkommen mal endlich wieder zu einem Video hier auf unserem Kanal. Jetzt, da wir ja 215 Abonnenten oder sowas haben, werden wir jetzt bald das Gewinnspiel machen. Also ich habe heute in diesem Video ganz viele Infos für euch. Ich spiele jetzt nebenbei ein bisschen FIFA. Ich hoffe, das Ganze wird ein bisschen gechillt, damit ich hier auch schön viel erzählen kann, weil ich bin ja mal abgestiegen in Liga 7 und so. Da komme ich aber gerade ganz gut zurecht. Und ja, dann wollte ich euch noch meine neue Mannschaft zeigen, meine Serie A hier, wie ihr seht. Na, es ist echt. Ich habe schon ewig nicht mehr FIFA gespielt. Ja, hier seht ihr also Di Natale, Tevez, Balotelli, Borja Valero in Form mit 87 Pass, 88 passen. Dann Vidal und hier Pirlo mit 92 passen. Chiellini, Buffon und ja, da sonst hat sich nichts verändert. Und ja, ich hoffe mal, da können wir jetzt eine gechillte kleine Runde hier spielen. Gegen eine BBVA-Mannschaft, so wie es aussieht. Ja, damit ich hier euch alles erzählen kann. Also, fangen wir vorne an. Es tut mir leid, dass wir es lange nicht geschafft haben, kein Video hochzuladen. Das wird sich jetzt wieder ändern. Ich denke mal, es wird jetzt nicht so regelmäßig, wie es früher war. Aber es kommt jetzt schon mal wieder regelmäßiger. Tobi und ich strengen uns Wenn jetzt Ihnen an, heute der regelmäßig Sieg wieder gelingt, dann sind hochzuladen. das die entscheidenden drei Punkte Und für den Aufstieg. also erstmal Projekte, die wir dann, Spielleiter ist heute Dobro Šović Muda. versuchen hochzuladen, sind zum einen erstmal wieder FIFA regelmäßig. Chiellini. Dann will ich wieder Trading-Videos machen. Asamoah. Also Trading to Reus geht leider nicht mehr, weil ich das Geld dafür aufgebraucht habe. Außerdem habe ich auch schon Reus. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, zu wem ich jetzt traden soll. Bitte nicht zu hohes, damit ich nicht 3 Jahre dran sitze. Aber zum Beispiel so ein paar schicke Spieler in Form oder so würde mir, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß machen. Was will der denn jetzt? Und ja, weil das auch ziemlich gut ankam. Lol, Pirlo erstmal verrückt hier passt, läuft doch. Dann Vidal. Ja, nee. Ja, auf jeden Fall, schreibt mir da ruhig mal in die Kommentare, was ich da machen soll für Trades. Für wen, nicht für Trades, für wen ich dann diese Trading-Videos machen soll. Und ja, dann nächstes Projekt wäre Minecraft Season 2, die auch schon lange angekündigt wurde, aber da wir dann halt unregelmäßig hochgeladen haben, auch noch nicht geschafft. So, der ist drin. Tevez, sicher. Jetzt haben Sie den berühmten Bann gebrochen. Ja, Jetzt sind Sie Minecraft auf Season Aufstiegskurs. 2 Und haben jetzt wir muss schon man ganz sich viel auch von aufgenommen, den müssen wir halt nur noch Wolfsburg hochladen. vorstellen. Wäre es natürlich, der Spiel ist Und unendlich nicht vorbei. Ein solches Minecraft Kopfballtor-Tor. Hexit Guckte das an. werde ich Unfassbare wahrscheinlich diese Woche noch die erste Technik. Folge hochladen. Nehme ich aber nicht Wunderbare regelmäßig auf. Treffer. Das Das Leben meiste ist machen ein wir Fußballspiel. offscreen. Da werdet ihr auch sehen, wie weit wir da jetzt schon sind. Weil es hat Könnte. einfach so viel Spaß gemacht in den letzten Tagen, deswegen habe ich Di auch Natale. gar nicht so viel Lust mehr gehabt aufzunehmen, weil ich im Moment so viel Spaß an Hexit habe. Und ja, das meiste dann halt auch, weil beim Hochladen ist es immer so, dass man in einem Video täglich macht, aber ich habe dann noch Schön viel mehr Lust erstellt das Spiel, weiterzuspielen. so kann er den Ball Und mit deswegen habe ich Leichtigkeit gesagt, abfangen. lade ich das unregelmäßig hoch und es ist wirklich unregelmäßig, Das sieht nach weil einer ich im Moment nur guten eine Möglichkeit Folge aus. aufgenommen habe und das war ganz Lange am den Vorball Anfang. getrennt. Und jetzt haben wir schon so ungefähr alles, unsere Stadt, weil das so ein Projekt ist wie Was für Hero, ein Auge, wenn ihr was das für ein kennt, Blitzjob. was ich erwarte eigentlich, Einen Ball, den hat weil, er klasse ne, gehalten und dann das hält er den Ball haben einfach total fest. viele große YouTuber aus der deutschen Community gespielt. Oh, Schon im Tevez, das hier ein Mittelfeld bisschen holen Sie verpasst. sich den Ball zurück. Und, Jetzt kämpfen Sie um den Ball. ja, da könnt ihr mir dann ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Projekte habt, was ihr für Spiele so... Alter, das war böse. Das Was muss ihr so weit gehen. für Und Spiele das ist sehen wollt, gefährlich für das gegnerische Tor. Andrea weil Pirlo wird wohl ausführen. Mal gucken. ich habe keine Ahnung, was ihr euch da so wünscht. Oh, schade. Der Keeper Ob bereitet sich zum bei diesem Beispiel Verteidiger Borja zurecht. Valero... Das kann er Chiellini, erwarten. willst Ein mich ganz verarschen? starker Einsatz hier.
Ach, scheiße, gut, Pelo. Da kommt die Flanke auf Balotelli. Balotelli, Vidal spielt nochmal zurück auf Pirlo. Und Pirlo sieht da unten Abate. Abate ist schnell, kommt die Flanke, die wird aber abgefälscht von Philippe Luis. Dann kommt Radu von hinten, aber Radu ist halt schlecht. Wo er der beste Linksverteidiger in der Serie A ist, von den Werten her. Aber trotzdem ist er leider schlecht, da kannst du... schöner Kopfball, Balotelli. Ja, schreibt mir da ruhig mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, weil ich habe auch schon... unser Kanal wurde ja kommentiert, kommt da noch was und so. Und da dachte ich mir so, es wird echt mal wieder Zeit, wenn ihr schon nach Videos fragt, dann müssen wir es auch mal wieder in Angriff nehmen. Das war Abseits, das habe ich gesehen. Ja, deswegen schreibt mir, was ihr wollt in die Kommentare. Es könnte auch sowas sein wie Lego City, nicht Lego City Undercover, Lego Marvel Super Heroes und so. Das ist auch richtig cool, finde ich. Aber ihr müsst halt schreiben, was ihr haben wollt. Ich werde mich da jetzt erstmal, und Tobi denke ich auch, erstmal werden wir uns jetzt ein bisschen an euch richten. Auch wenn wir im Moment so die Zeit haben, wo wir im Moment ein bisschen mehr so für uns auch ohne YouTube machen, offscreen, wie auch immer. Aber da, die Zeit wird auch wieder aufhören, wenn wir dann wieder mehr mit YouTube machen. Oh, schade Vidal, aber der holt sich den Ball einfach direkt wieder zurück. Und sieht da unten dann Abate. Der hat gerade schon die Torvorarbeit gegeben und Tevez kommt diesmal leider nicht dran. Aber Tevez im Moment hier aus meiner Serie A-Mannschaft Top-Torjäger, glaube ich. Ja, ich glaube noch vor Balotelli und Di Natale. Auf jeden Fall ein richtig guter Sturm und hier in der Abwehr. Ja, Cellini hat er jetzt einfach mal umgerissen. Ich hoffe, der hat keinen, der gut Freistoß schießen kann. Ah, okay, ist auch keine richtig Premium-Position. Den macht er gut indirekt. Und Affelei konnte den fast richtig, richtig gut verwerten. Kein schlechter Freistoß, mein Lieber. Kein schlechter Freistoß. Sowas ist immer gefährlich wieder. Und Cellini macht sowieso nur Kacke. So, ja, damit hat Buffon kein Problem. Und Buffon jetzt wieder nach vorne auf keinen von mir, sondern auf Varane vom Gegner. Lol, nein, Chili, ich hasse sowas, aber Buffon kommt perfekt raus. Perfekt habe ich ihn rausgeholt. Muss ich mich jetzt mal selbst loben. So, und jetzt hier haben wir auch noch einen 88er passen, aber die Natale. Da habe ich ihn mir falsch vorgelegt. Hätte ich ihn mir an ihm vorbeilegen sollen. Aber Lohr, der ist im Moment verletzt. Ja, Schalke gegen Real Madrid war ja leider auch die größte Klatsche, die man so kriegen kann. Obwohl die in der ersten Viertelstunde eigentlich richtig gut gespielt haben. Da habe ich schon gedacht, so, die können hier heute echt gewinnen. Vor allem, weil die dann ja auch die Chance von Höwedes direkt nach irgendwie in der 59. nach dem Eckball hatten, der fast reingegangen wäre. Dann hat halt Real einmal aufs Tor geschossen und der war direkt drin. Und dann kam danach ja die Riesenchance für Schalke zum Ausgleich, direkt danach. Draxler erst, müsste schon drin sein. Und danach haut Meier den Ball übers leere Tor. Aber egal, es ist Real Madrid und danach natürlich die Klatsche gegen Bayern. Noch bitterer eigentlich, weil Bayern, das ist dann... aber es waren halt die beiden besten Clubs der Welt jetzt gegen Hoffenheim. Oh, jetzt hat er sich langsam aber auch den Ausgleich verdient. Weil gegen Hoffenheim hat man gesehen, dass Schalke Fußball spielen kann. Dass sie einfach nur zu viel Respekt vor den großen Gegnern haben. Ich hoffe mal, dass es gegen Dortmund anders wird, aber ich glaube eigentlich ziemlich fest daran. So, jetzt spielen wir mal hier wieder ein bisschen offensiv, hoffe ich doch mal. Komm, Radu, den hast du. Klopp ihn weg. Gott. Boya Valero. Balotelli. Da oben läuft aber kein Tevez, aber hier unten läuft ein... Da ist ihm der Ball. Es ist halt kein Pirlo oder Boya Valero mit 88 oder 92 passen. Egal. Ja, ich nenne das hier übrigens am 9.3. auf um 21.11 Uhr. Hat mich gerade wohl ein bisschen... 21.11 Uhr schon, ja, das ist ein bisschen krass. So, muss ich eigentlich ins Bett gehen, nein, ich bin ja noch eine... Scheiße! Das war schön gespielt. Damit könnte es im Rennen um die Aufstiegsplätze nochmal ganz, ganz eng werden.
Oh, ich muss es gewinnen, ich will ja einen Titel holen hier in Liga 7, wäre ein bisschen peinlich. Zack, Balotelli erstmal unten auf Abate und dann Borja Valero. Der Informer hier in meinem Team. Mein einziger Informer im Moment. Aber der ist auch, oh Mann. Tevez stand da meinmal dem Abseits und sonst hätte Balotelli nachforschen können. Und der hat ja so eine mega Schusskraft und die hätte er dann mal ausnutzen können und hier unter... Warum geht denn der Balotelli nicht hin? Oh, das habe ich nicht verstanden. Die verstehen sich blind. Das war ein guter Ball, das war ein guter Ball. Balotelli und da hält Kotto. Aber Vidal kommt zu... Verdammt, Alter. Was war denn da los, Balotelli? Gerade rede ich noch von Beweisen hier, Schusskraft, dies, das. Und dann klopfst du den Ball da einfach mal direkt gegen den Torhüter. Schön Basali. Vidal verliert leider den Ball. So, da hast du gegen meinen Abate von der Schnelligkeit. Nein, was macht der? Nein! 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 Das war eine richtige Entscheidung. Nein! Ja! Buffon! Alter, ich bin so gut, Alter. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ist er auf dem Posten. Ja. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Ach du Kacke. Boah, Alter, ich lasse mir so viele Fehler im Moment einschleichen hier. Was mache ich denn? Aber warte, komm. Oh Mann. Ja, boah, er will Lero nicht auf den Ball zulaufen. Er ist gefährlich, pass auf. Tut dir nicht weh. Ja. Lieber direkt wieder loswerden, ne? Ach du Scheiße, was ist denn im Moment? Alter, wie der da rauskam. Ich dachte, der... Vargas. Ich kenne keinen Vargas. Ehrlich. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Vielleicht... Oh. Schön, Boya Valero. Und jetzt Balotelli, Balotelli, Balotelli. Boah, was ein episches Balotelli. Da wollte ich nicht abspielen. Den wollte ich mit Balotelli machen. Also nerven kann der Junge Zack. Nicht sein eigenen. Und wie schön, schön, schön. Lässt, das ist wirklich sensationell. Wunderbar mit Effet, Balotelli, das zeichnet ihn noch aus. Vor allem zeichnet ihn aber seine Schusskraft auch. Komm Balotelli, jetzt renn mal. Schade. So, jetzt aufpassen, dass ich hier kein Kassier direkt. Ja, aber Chiellini hält es nicht nötig, hier anzugreifen. Alter! Chiellini! Den muss er machen. Den so, bisschen mehr auf, ja. Die Statistik du bist die nicht umsonst. Die Schussstatistik. Ja, und du musst nicht immer nur draufhalten, du musst gescheit zielen. Und nun, ich habe gerade mal kurz ein bisschen die Luft angehalten, aber jetzt geht's wieder. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Leider hat er eine ziemlich kopfballstarke Abwehr, muss ich sagen. Und vor allem auch und Achtung, genau einen konterstarken Sturm. Mit einem, ich schätze, dieser komische Vargas ist ziemlich schnell. Sonst wird er sich den, glaube ich, nicht ins Team packen. Oder es ist halt wieder so ein Geheim-Favorit. Oh, der hat einen Fehler mit seinem Abwehrspiel gemacht. Komm, Balotelli, Balotelli, Balotelli. Balotelli, Balotelli. Oh, mit dem Fehler. Und Tevez. Macht er noch einen starken Annahmefehler, aber kriegt ihn trotzdem noch rein. Sie arbeiten schön. Stück für Stück an ihrem Traum vom Aufstieg heran. Hä? Aufstieg, Titel. Ich würde gerne sagen, dass mich dieses Tor absolut überrascht, aber das kann ich ja. Nicht. Nee, also das Tevez ist und Balotelli machen hier ihr eigenes Spiel. Wenn das so weitergeht, dann kann das übertragen. Und natürlich Buffon auch. So, und jetzt wieder Balotelli, aber diesmal ist Godin da. Godin, das ist doch dieser von Atletico Madrid. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn nicht, dann korrigiert mich einfach. Schöne Flanke. Ja, nee, da braucht Pirlo gar nicht hingehen, obwohl der ja auch nicht gerade der Kopfballstärkste ist. Da sind die Mitspieler Tevez, wo rennt der hin? Aber Pirlo kommt trotzdem mit. Und Pirlo jetzt auf Vidal, Arturo Vidal. Ja, da dachte ich eigentlich, Tevez rennt mit. Aber Tevez ist einfach aus Troll einfach stehen geblieben. Also. Ja, da wollte er mich ein bisschen hart nachziehen. Ja, nicht nur Chiellini.
Und Buffon hier auf Borja Valero. Borja Valero. Ja, der Pass war nicht so prim und der sollte eigentlich oben auf Ball Oteli gehen. Pass auf, unten. Nein, nicht. Ja, der scheint schnell zu sein. Und der scheint schlecht zu schießen, so wie alle schnellen. Weil so einen kann man schon mal rennen. Auch noch ausgetanzt hätte, aber der ist wach. Eine leichte Beute. So, warum habe ich den da direkt weiter? Ich dachte, ich kriege den auf den Kopf. Das sind zwar drei auf den Käppchen. So, jetzt Borja Valero, Borja Valero, Borja Valero. Kann da nicht durch, aber kann... Oh, der hat so eine geile Übersicht und auch so ein geiles Passspiel. Deswegen habe ich mir den vorhin gekauft. Ich wollte noch mit dem Pirlo, habe ich auf der anderen Seite. Und da wollte ich noch so einen Verteiler haben. Und den habe ich mit Borja Valero definitiv bekommen. Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Borja Valero. Nein, schade, 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 schade. Der soll sich auch ein Tor gönnen, der hat noch keins. Ah, Mann. Ich will doch so das gerne. Das könnte eine Torchance geben. Tevez. Immerhin hat er in dem Spiel schon eine Torvorarbeit. Bei dem Tor von Balotelli. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Balotelli hält den Ball im Spiel. Eine gute Flanke, Tevez kommt zum Kopfball, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Du sprichst mir aus... Oh, ich habe schon wieder mit Chiellini den Umgerammt. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Ja, dann gib halt gelb. Foul, da reicht der Freistoß. Komm, ey. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Fugof. Ja. Oh, oh. Da, also der Freistoß, da hätte ich... Das war ein schöner Ball. Ich habe das nämlich gewusst. Bam! Balotelli! Trifft mit seiner Schusskraft. Weil ich wusste, dass Balotelli so läuft. Ich wusste das. Und dann setzt er sich da durch und BAM! Hat so eine krasse Schusskraft und trifft dann. Ja, ist ein chilliges Spiel geworden. Also ab dieser Woche gibt es dann wieder ein bisschen mehr Videos. Und ja, damit haben wir den Aufstieg sicher geschafft. Oh. Jetzt wollen wir hier in Liga 7 natürlich auch noch den Titel holen. Und ja, da denke ich, haben wir ziemlich gute Chancen drauf. So, Borja Valero wird hier gar nicht mehr gefordert. Aber Balotelli hat hier nochmal den Ball. Komm, renn mit, Borja Valero. Borja Valero. Borja Valero. Nein. Oh Mann, der ist halt nicht der beste Schussschütze-Zeugs. Aber egal, immerhin hat er nochmal einen guten Torschuss hier gehauen. Damit haben Tevez und Balotelli das Spiel entschieden. Glückwunsch, der Aufstieg in Liga 6 ist frühzeitig erreicht. Und warum nicht auch gleich den Meistertitel in der Liga 7 holen, wenn man schon dabei ist. Ein Spiel noch, so, liebe Zuschauer, wenn wir das noch gewinnen, haben wir den Titel. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen, tschüss, bis die Tage. Das können wir schaffen, das können wir schaffen. Und ob wir es schaffen, das seht ihr in der nächsten Folge FIFA 14 Ultimate Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt doch den Like-Button mal nach oben. Und ja, auch wenn es euch gefällt, dass jetzt wieder mehr Videos kommen, Like-Button nach oben. Kommentiert, was ich spielen soll, was wir spielen sollen. Kommentiert, für wen ich traden soll. Kommentiert, ob ich weiter traden soll. Kommentiert, achso, Gewinnspiel gibt sowieso. Kommentiert, ob Hexit kommen soll und so. Dies, das, alles. Ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, macht's gut bis dahin. Wir sehen uns morgen oder so oder wann auch immer, wann diese Folge online kommt. Ich bin mal gespannt, wann ich schaffe. Ich denke so am Montag sollte sie online kommen. Oder Montag oder Dienstag. Sonntag nehme ich auf gerade. Und Montag und dann Dienstag soll sie kommen. Und ja, ob wir den Titel gewinnen, seht ihr in nächster Folge FIFA 14 Ultimate Team. Und ja, ihr wisst Bescheid, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Danke fürs Zuschauen. Positive Bewertung würde mich richtig freuen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.